bereit? Sag, oh, wenn's losgeht. Vor 4 Sekunden. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und oder Herren, hier bei Kochen mit Lars. 4. 3. Heute zu Gast ist bei mir Lisa Marie Oster. Ja, was wir kochen werden, ist noch nicht ganz klar. Das bestimmt der Verlauf. Zuerst aber nehmen wir eine Pfanne. Diese ist leicht eingefettet und wir erhitzen diese Pfanne jetzt. Hier haben wir Geschnetzeltes von vorgestern. Sehr lecker, sieht schon so sehr deliziös aus. Mhm. Allerdings war es schon 3 Tage abgelaufen, also rein in die Pfanne damit. Während die Pfanne jetzt heiß wird, warten wir. Die Gurke ist schon mal schneller. Genau. Also wir haben hier eine Gurke. Okay. Diese Gurke ist auch schon älter als 5 Tage. Die wird dann jetzt sozusagen geschnippelt. Pfanne halt einmal. Das trockene Ende machen wir und werfen es weg. Das ist doch das Beste. Jetzt und sein Spezialtrick. Kameramann, filmen Sie bitte auf diesen Spezialtrick. Wir schneiden die Gurke hier so ein. Dann schneiden wir die Gurke hier so ein. Oh mein Gott. Dann brauchen wir eine Schüssel. Eine Schüssel. Also wir nehmen diese Schüssel und schneiden die Gurke jetzt hier so rein. Okay. So, dann, um die Gurke richtig zu würzen, nimmt man ungefähr Maggi. Direkt aus der 1000 Gramm Flasche rein, damit die Gurke schön gewürzt wird. Darüber gibt man jetzt eine Essenz Knoblauch. Und über den Knoblauch gibt man, das ist verschwunden. Wo ist es hin? Fuck. Was suchst du dann? Mein Spezialgewürz. Bleiben wir bei Knoblauch. Also wenn die Pfanne heiß ist, gibt man das Geschnitzelte, das ich ganz bestimmt mit anfasse, in die. Es klebt am Teller. Das Geschnetzelte in die Pfanne. So, wenn das jetzt etwas heiß geworden ist, gibt man dazu etwas schwarzen Wodka. Also um das Aroma aufzuerhalten. Eigentlich wird man nur die Pfanne leeren. Das Ganze lässt man jetzt etwas aufköcheln. Stopp, falsche Schublade. Schon wieder der Geruch. Wenn das Ganze etwas aufgeköchelt ist, kippt man die Gurken rein. Auch heute wieder ist mein kleiner Bruder Nils dabei. Kann ich kurz mal die Kamera auf dich schwenken, wenn du willst. Genatzt.
So, dann lässt man das warm werden, schnappt sich in der Zwischenzeit Teller. So. Zum Glück muss ich nicht sauber machen. Jetzt lässt man das ein wenig ausköcheln. Dazu dreht man etwas den Herd herunter. Schwarzt immer noch mit der Banane. Ja, ja. Jetzt nimmt man sich einen kleinen Topf. Diesen Topf stellt man ebenfalls auf den Herd und macht ihn an. Darin gibt man jetzt zuerst etwas Milch. Ist keine Milch mehr da. Fuck. Ich schlag's. Milch. Aber nur ein ganz klein wenig. Damit ist ungefähr der Boden bedeckt. Lecker, wie hier die Gurken kochen. Und das Geschnetzelte. Also schlecht riecht doch gut. Das riecht saugut. So, damit die Milch etwas Geschmack bekommt, gibt man hier Hot Maggi rein. Dann kommt nix. Fuck, der ist leer. Dann nehmen wir halt wieder die große Flasche Maggi. Damit die Milch etwas Geschmack hat. In diese Milch geben wir nun, meine Assistentin, würden Sie mir bitte die Banane reichen? Die Banane. Die Banane. Gibt man nun eine Banane. Das gibt dem Ganzen Konsistenz und Fülle. Also die Banane esse ich ja von mir aus noch, aber den restlichen Scheiß esse ich nicht. Du wirst das Erste, es wird gut schmecken, wie immer. Ja, weil geschnetzelt ist, dass du eine Dache alt ist, mit schwarzem Wodka angebrannt, bestimmt gut schmeckt. Halt dein Maul, das schmeckt auf jeden Fall gut. Also dann bringt jetzt diese Milch mit Banane und Maggi zum Kochen. Dann nehmen, man gönne sich einen Schluck Wodka. Der ist mit Ja. Nein. Wir nehmen jetzt eine kleine Chilischote. Oh yeah. Und die kommt jetzt nicht wie erwartet in das Bananendings rein, sondern in das andere. Das lässt man jetzt auch schön aufköcheln. Ja, genau. Nur war die Milch noch nicht aufgekocht. Die Milch muss dafür zuerst aufgekocht sein, Nils. Also man gibt hier noch Schoko-Crunchies von Knutz Perone rein in diese Bananen-Maggi-Milch-Mischung. Rührt das Ganze gelegentlich um, damit die Milch schnell anbrennt. So, also man rührt das hier so nach und nach um. Um den Geschmack zu verfeinern, geben wir noch Zini-Minis oder auch Zimtinos genannt. Weil wer kauft schon Zini-Minis, die 2 Euro die Packung mehr kaufen als diese da? 2 Euro die Packung mehr kaufen. Kosten. Mal. Die Milch kocht auf. Meine Damen und Herren, sehen Sie her, die Milch kocht auf. So, wenn die Milch aufgekocht ist, gibt man erst das Müsli hinein. Das müssen meine Assistenten hier, der Nils und die Lisa, noch lernen. Ja, jetzt, wo die Milch aufgekocht ist, drehen wir sie nur noch auf die geringste Stufe. Um das Ganze jetzt hier noch zu verfeinern, nehmen wir Käse.
Wir haben keinen Käse. Natürlich haben wir Käse. Aber kerngebrochener mehr. Natürlich auch. Dann such du Käse jetzt. Ja, derzeit trinke ich Wodka. Oh, da ist Käse. Der ist aber nicht angebrochen. Der ist offen. Da kann ich gerade eben was davon gegessen. Zurück in den Kühlschrank. Ich werde paranoid. So, die Milch ist jetzt hier schön aufgekocht. Und hier, das ist schön ausgedünstet. Jetzt nehmen wir eine Schüssel. Oh, ich jetzt fängt es an zu fliegen. Und geben das Milchmüsli Maggi Bananensubstrat in diese Schüssel. Die Milch ist angebrannt, fuck. Dann schalten wir natürlich die Herdplatte. Oh, hab ich schon gemacht. Ja. Wir sehen jetzt langsam, wie dieser Käse hier verläuft. Da er nicht komplett verläuft, verlaufen wir ihm. Das Ganze hatte schon eine Grundwürze, da das Geschnetzelte schon etwas grundgewürzt war und wir schon eine Chilischote reingetan haben. Trotzdem, und wir die Gurken schon mit Maggi gewürzt haben, trotzdem muss jetzt noch ganz viel Gewürz rein. Da ist mein Spezialgewürz. Das ist ein Gewürz, das hat meine Nachbarin mir freundlicherweise aus Thailand mitgebracht. Das ist eigentlich nur Chili. Sehr scharfes Chili. Das Chili ist so scharf, dass ich noch nicht mal ein Element dieser Mischung essen kann, ohne dabei etwas zu trinken zu müssen. Ich habe jetzt ungefähr 10.000 Elemente reingetan. Rühren wir das Ganze runter. So, jetzt erhitzen wir das Ganze noch einmal, damit es auch wirklich schön gleichmäßig wird. So, und zum Abschluss stellen wir die Herdplatte aus und geben das Ganze auf einen Teller. Damit die Pfanne natürlich nicht so verschmutzt bleibt, wie sie ist, geben wir Wasser hinauf, oh Gott, und stellen dieses wieder auf die Herdplatte. Das ist ein alter Hausfrauentrick. Jetzt nimmt nämlich das Angebrannte in dieser Pfanne, verbindet sich mit dem Wasser. Und damit verschwindet das Angebrannte. Das ist sehr einfach. Ready. So, also, wir haben jetzt das Essen gekocht. Es sieht sehr appetitlich aus. Sieht eigentlich wirklich, wenn man nicht weiß, was drin ist. Da man aber weiß, was drin ist, da Sie ja das vorausgehende Video gesehen haben, Brustmahlzeit. Stopp. Also, dazu empfehle ich Wodka. Sehr viel. Ich nicht. Also die Lisa ist noch nüchtern, die muss nicht schlafen. Bam. Die Lisa muss noch Auto fahren.
falls ich das noch schaffe. So, also. Ja, Frau Oster, nehmen Sie sich etwas. Es riecht und es schmeckt. Wir wünschen, ist das scharf. Bon Appetit. Oh Gott, ist das scharf. Oh mein Gott. Oh. Es ist so scharf. Ich finde es gar nicht so scharf. Du frischst auch Chili-Pulver mit Nudeln. Also eigentlich... Also normale Menschen machen dann Nudeln und ein bisschen Chili-Pulver drauf, aber als Lisa frisst Chili-Pulver mit Nudeln. Das tut dann so die Nudeln in das Chili-Pulver drin. Ja, das habe ich schon. Sehr deliziös, sagt sie. Ey, das war mein Spruch. Das war mein Spruch. Ich muss schon Löffel holen gehen. Nee. Die ist so dick. Boah, das stinkt wirklich. Sehr deliziös ist mein Spruch. Das stinkt. Scheiße. Boah. Die Bananen geht. Scharf. Ey, das schmeckt gut. Ey, im Prinzip ist es Milch mit Maggi und Müsli. Mit Maggi, ever. Außer wir versuchen hier Hochdeutsch zu reden. Ich probiere mal ein Zinni-Mini. Das ist echt sau lecker. Also neue Kreation zum... Ich will es nicht aufessen. Neue Kreation zum... Frühstücksmüsli noch ein wenig Maggi dazugeben. Und das Ganze erhitzen. Also scheiße. Gut. Nee, beides scheiße. Nee, beides sehr gut. Beides sehr gut. Auch an die Damen und Herren, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich besitze jetzt ein Smartphone. Isst du gerade eine Chilischote? Die ist mit Wodka gekocht, was ist das mit dir? Der Wodka schmeckt mir gar nicht. Oh Gott. Warte. Ja, also. Wie immer zum Ende. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Beehren Sie uns bald wieder. Thank you for traveling. With Deutsche Bahn. Kann Stopp machen. Hast du Stopp gemacht? Scheiße.